Heute geht es wieder um Batterien, um selbstgemachte Batterien, vorwiegend Kristallbatterien. Neulich habe ich probiert, hier die Batterie, da eine Kalkbatterie erstmal draus zu machen. Hat leider Zellenschluss gehabt, deshalb wird sie jetzt aufgesägt so nach und nach und die ganzen funktionierenden Bleiplatten rausgeholt. Auch weiterhin hänge ich an der Variante mit dem Kali-Alaun, also Aluminium-Kaliumsulfat, Dodohydrat, na, das ist ja Salz. Und was haben wir hier noch? Bittersalz, Epsomsalz, ne, Magnesium. Ja, 4 Teile Alaun, 1 Teil Salz, 1 Teil Epsomsalz. Das zusammengemischt. Dann wie wir es kennen, ne? Kochen. Die Anleitung kennt ihr ja, muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Und dann sehen die Dinger im Optimalfall so hier aus. Ne? Ja. Also hier bei mir habe ich so gemacht, dass ich immer, ne, das sind jetzt alles nur Minusplatten hier, weil es die ganzen Plusplatten jetzt zerbröselt hat. Das ist diese Original, ja, hier stand irgendwo Arktis. Eisbergbatterie drauf, den Aufkleber habe ich abgemacht. Das ist jedenfalls die allererste Alaun-Batterie gewesen. Das sind die Original-Minusplatten sozusagen noch davon. Und da habe ich dann immer zwei Platten aufeinander gelegt. Hier seht ihr es. Das ist dann eine Plusplatte und die anderen zwei ist dann die andere Plusplatte und drei Minusplatten als einzelne Platten. Ne? Dass die Plusplatten immer ein bisschen dicker sind als die Minusplatten. Ja, und bis jetzt, toi toi toi. Die nehmen am längsten die Ladung an vom Ladegerät, ohne dass sie warm werden und zu sehr blubbern und halten die Ladung dann auch. Das hier, das waren die ersten Versionen davon gewesen. Das war jetzt nur mit Alaun, ne? Und wie ihr seht an der Seite hier, die bläht es mit der Zeit dann etwas auf, ne? Also vorwiegend, wenn man dann mit so einem Read-Switch hier arbeitet, was dann noch ins Spiel kommt hier. Ja, hier seht ihr das gleich mal. Hier oben ist jetzt der Read-Switch dran. Die drei 12-Volt-LEDs sind alle in Reihe, dass eigentlich theoretisch 36-Volt-LEDs wären. Und die 12-Volt-LED ist dann über einen Read-Switch als kostenlose Over-Unity-LED, wenn man so sagen kann, will. Ne? Ob das wirklich stimmt, müssen wir wirklich mal nach rausmessen. So ist bis jetzt jedenfalls die Theorie, dass das jetzt hier komplett kostenlos wäre und der Rest halt normal umgesetzt. Ja, 2 Volt hat die Batterie und ja, die leuchten alle. Und das kann man jetzt auch stundenlang laufen lassen, wenn man möchte. Aber das will ich ja hier jetzt gar nicht zeigen. Ne? Das ist jetzt jedenfalls die nur Alaun-Variante, hat bis jetzt toi toi toi, ne? Die lebt jetzt schon seit einem halben Jahr ungefähr. Ja, ist ein kleiner Magnet dran, ne? Deshalb geht es dann manchmal automatisch los. Und bis jetzt kann ich meckern. Noch nicht leer bekommen. Also wenn es dann ungefähr bei einem Volt ist, dann lade ich sie mit einem normalen Ladegerät. Mit einem Ampere dauert dann ungefähr 1-2 Tage, ehe sie wieder voll ist, aber dann kann man sie halt auch so lang dann benutzen. Ne? So viel Ampere, wie dann halt reingegangen sind. Den Kurzschluss-Ampere-Test, den habe ich ja auch schon dazu gemacht. Hör auf mit dem Gequietsche jetzt. So. Das hier ist dann schon ein Batteriepack sozusagen der neueren Version, der neueren Art und Weise mit dieser 411-Mischung, wenn ich es mal so nennen kann. Da bin ich dadurch drauf gekommen, dass ja John Bedini irgendwann mal dieses 4-Plate-Video gezeigt hat, wo er praktisch auch so eine Autobatterie aufgesägt hat, die Platten rausgeholt hat und dann halt nur mit Alaun, ne, dazwischen, zwischen den Platten gezeigt hat, wie das dann die Ladung annimmt. Hat mit dem Oszilloskop dann gezeigt, was es macht, wenn man einen Oszillator ranhängt und lauter solche schöne Sachen. Das Video kann ich wirklich nur empfehlen. Und ja, dann ging es ja weiter mit diesen verschiedenen Starcell-Videos, ne, wo man praktisch mit verschiedenen Metallen dann, wo haben wir da? Ja, hier mit Magnesium und ja, diese Hülsentests kennen wir ja aus dem Kupferhülse, in der Mitte dann Magnesium oder irgendwas anderes dann mit den verschiedenen Mischungen.
Und da haben die dann immer irgendwie mit Salz und Epsom-Salz rumhantiert. Ne? Da habe ich mir dann irgendwann mal einen Haufen davon bestellt und habe das dann einfach mal kombiniert. Tja, sozusagen eine gute Mischung für solche verschiedenen, ne, also mit verschiedenen Metallen, solche Einwegbatterien kombiniert mit der ganz normalen Bleiakku-Methode. Ne? Mehr ist es eigentlich nicht von der Überlegungsweise her gewesen. Ja, während der ganzen Spielereien dann mit Laden und Entladen, soll man ja immer so machen mit den Akkus, sind wir dann irgendwann dahinter gekommen, dass das mit gepulsten Ladungen, auch Entladungen, also ich habe mich jetzt auf Entladungen spezialisiert, scheint genauso gut zu funktionieren, durchaus was bringt. Ja, ob sich jetzt dadurch dann die Batterien extra noch aufblähen, ne? Sei mal erstmal dahingestellt, weil das also nur mit Alaun macht es das jedenfalls jetzt und mit der neuen Mischung eben bis jetzt, toi toi toi, die sind noch genauso flach wie am Anfang, ne, da hat sich noch nichts aufgebläht, ich musste hier noch keinen Heißleim nachsetzen, also ich habe es dann immer gemerkt, wenn dann hier Löcher entstanden sind in den Verbindungen, ne, wo ich dann, musste ich dann immer ein bisschen nachbessern und das ist bis jetzt hier noch nicht der Fall. Ne? Und da ist ordentlich Ladung drin. Also können wir ja gleich mal zeigen mit so einem Gerät hier. Nehmen wir mal die drei in Reihe. Ja, die drei in Reihe nehme ich jetzt mal. Und das ist auch so, dass zwei Plusplatten und drei Minusplatten drin sind und von der Größe halt. Ne? Also ihr könnt ja, wer selbst Batterien mal versucht hat, solche Dinge zu basteln. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja keine Referenz, keine Ahnung. Also ja, das hat mich dann ganz schön umgehauen, dass in so kleinen Dingern dann so viel Leistung gespeichert werden konnte. Fast dran an der Originalkapazität, möchte ich mal behaupten. Also ist Nummer weit davon weg. Und das ist ja schon mal eine Nummer, ne, so für Festbatterien. Und es ist ja vielleicht noch gar nicht richtig eingelaufen, sozusagen. Ne? Vielleicht bis jetzt zwei, dreimal entladen und geladen. Und das auch eher halbherzig. Halbherzig, so rum. Gut, nehmen wir erstmal dieses Teil hier. Den Reed Switch. Das sind jetzt 12 Volt LED, eine für 4 Volt. Die liefert jetzt 2, 4, 6 Volt, liefert die jetzt. Hier hinten ist die Quelle, die liefert jetzt 6 Volt. Seht ihr eigentlich ein bisschen was? Nicht so viel, ne? So, hier ein bisschen mehr. Und mit dem Magnet hier kann man es dann starten. Sollte man. Ah ja, gut, wenn hier der Plus noch dran ist, dann geht das natürlich auch. Die Lüsterklemme ist ein bisschen groß dafür. Ja. Rennt. Ja, und das ist jetzt praktisch meine Methode. Ne? Also ich gieße jetzt praktisch die Batterien, lade sie einmal, wieder ausmachen. Da kann man dann auch schön die Frequenz dann einstellen hier. Universalfrequenzgenerator, aber macht jetzt erstmal nichts. Also die werden hergestellt, werden mit einem normalen Ladegerät geladen. Ne? Das ist jetzt die Spannung für eine Zelle, mitten mit 3 Volt lade ich und die nimmt jetzt so 900 mA noch auf. Das ist praktisch schon so eine neue Version, eine komplett große. Und ja, nachdem die einmal geladen worden ist, wird die praktisch entladen mit so einem Reed Switch Dingens. So, wie die Reed Switch funktionieren. Da haben wir ja auch mehr als genug Videos drüber gemacht. Ne? Und wie die gebaut werden. Also auch keine Hexerei mehr. Und, ach ja, weil wir gerade mal dabei sind. Das ist vielleicht mal noch interessant. Ich habe jetzt mal das Oszilloskop hier unten mit aufgebaut und gucken wir uns mal die Peaks an, hm? Die von der Batterie praktisch gezogen werden. Aber das wirkt ja alles im System zurück. Ne? Also bringt auch das Entladen mit einem Reed Switch wirklich was die Kapazität von den Batterien hier betrifft. Ja, also
Ich gehe jetzt momentan ganz laienhaft mal immer noch davon aus, dass sich die Oberfläche da drin irgendwie vergrößert, ne? Dass das irgendwie schaumiger wird. Und bei normalen Bleisäurebatterien wäre es vielleicht nicht ganz so gut, weil dann der Bleischlamm nach unten fällt und dann Kurzschlüsse macht. Aber hey, wo soll hier der Bleischlamm hin? Da kann hier höchstens irgendwelches Schaumgebilde bilden, ne? Und das vergrößert dann die Oberfläche, oder nicht? Naja, es ist momentan meine total bescheuerte, laienhafte Meinung. Mal schauen, was ihr dazu so zu sagen habt, ne? Die Profis. Bin gespannt wieder mal auf eure Meinungen. Gut, wieder genug gelatscht. Oszilloskop wollten wir. Also ein bisschen was seht ihr da flackern, ne? Ich hole jetzt mal nur ein Kabel raus, weil ich habe es schon mal mit dem Grounden probiert und da sieht man ja hier drauf gar nichts mehr, ne? Also das geht dann weit out of range sozusagen, aber mit dem einen Kabel sieht man es schon mal ein kleines bisschen, ne? So ganz verkehrt ist das mit einem Kabel, glaube ich, doch nicht. Tja, an den frei ist, so, und, ja. Gut. Seht ihr was? Ich nehme euch mal ein bisschen näher ran. Ja, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus, wa? Für das, was wir hier vorhaben. Ja, das ist jetzt 5 Minuten später. Ihr seht, das brennt immer noch genauso fröhlich wie vorher. Zischt richtig kräftig, weil von den Volt her, ja, wir sind hier bei 2, 4, 6, ich schätze mal so bei 4, 5 Volt ist das auf alle Fälle noch. Ganz schön überdimensioniert. Normalerweise ist das Ding für eine 2-Volt-Zelle ausgelegt. Also da wird hier richtig schön Strom verbraten, sozusagen. Und zeigt eigentlich, dass hier ganz schön Saft gespeichert wurde. Wir können ja noch mal einen Kurzschlusstest. Ja, die sind zwar schon halb leer, aber wieso eigentlich nicht? Aus. Ja, immer noch bei 6,27 Volt. Und ihr seid live mit dabei beim Kurzschlusstest. Wir fahren mal hoch auf die Ampere. Okay, müsste gehen. Ich bin gespannt. Okay. 1 Ampere hält, ne? Also 1 Ampere Nonstop-Kurzschlussstrom sozusagen für die kleinen Dinger. Und was sagt die Volt jetzt? Die Volt sofort wieder da bei 6. Ha, regeneriert sich sofort wieder. Ja, also für Zwecke wie Joule-Tiefs oder ähnliches dürfte das optimal geeignet sein. Oder? Also nochmal, normaler 2-Volt-Block, kurz nach dem Gießen und dann den Lead-Switch anschließen. Und dann laufen lassen. Ob das aber wirklich was bringt, das probieren wir jetzt gleich bei der neu gegossenen Batterie mal aus. Ne, dann nehmen wir mal 2 Zellen und ja, muss ich es halt mal machen. Normalerweise mache ich es nicht gerne, wenn ich 3 gleiche habe, dann mache ich die, behandle ich die alle gleich, wenn ich sie lade. Tja, aber für euch mache ich jetzt mal eine Ausnahme. Und ich selber will es auch mal
im Direktvergleich sehen. Ne? Nicht, dass ich hier die ganze Zeit, was ich da mache, dass das überhaupt nichts bringt. Wäre ja blöd. Die zwei Packs habe ich jetzt rausgesucht. Einmal mit blauem und rotem Anschluss, einmal mit schwarzem und rotem Anschluss, dass wir sie auch dann unterscheiden können später. Ne? So, erstmal der mit blau und rot. Aha, verkehrt rum gepult. Minus 200 Volt im. Also andersrum gepult, ne? Plus, minus, minus, plus, aber das macht erstmal nichts. Und bei dem hier. Ja, 74 Millivolt. Also auch nichts. Ja, die zwei sind jetzt praktisch parallel geschalten. Hängen jetzt am Ladegerät und wir geben 3 Volt drauf. Haha, ihr seht, dass das Amperemeter fast überhaupt nicht aussteigt. Tja, so ist das meistens. Da brauchen wir auch die 20 Minuten jetzt nicht drücken. Ja, dann fahre ich mal in der Voltzahl ein bisschen höher, sodass wir auf. Ja, 10 Volt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. 9 Volt. So, jetzt sind wir bei 4,5 Volt. Nimmt er jetzt auf. Ja, er nimmt dann immer mehr Ampere auf mit der Zeit. Und das lassen wir jetzt mal 20 Minuten laufen. Über 800 mA, 850 mA Stromaufnahme gestiegen, liegen immer noch knapp 4 Volt an. Ja, optimal wäre es natürlich, wenn hier 3 Volt anliegen würden und hier wäre bei 1,6 bei 2 Ampere, so würde es dann aussehen, wenn sie richtig formiert wären sozusagen. Ja, normalerweise tut es mir jetzt wieder im Herzen weh, die einfach abzumachen, weil ja, ich würde das jetzt so schon noch ein bisschen weiterlaufen lassen, bis es dann die 1 Ampere Marke geknackt hat und dann würde ich anfangen, hier langsam die Voltzahlen runter zu regeln, bis es hier dann immer so bei maximal 1 Ampere ist und dann sackt es dann irgendwann ab, wenn sie voll ist. Ja, so ist meine Methode momentan. Wenn ihr bessere Methoden habt, lasst mich mal wissen. Das habe ich für mich als ganz funktionierend rausgefunden. Ist übrigens irgendein Schaltnetzteil hier eingebaut, ne? Irgend so ein unmodifiziertes Computernetzteil, mit was man dann regeln kann. Also ganz reine Gleichspannung scheint hier auch nicht rauszukommen. Hierfür scheint es zu funktionieren. So, wir haben ja gesagt, guck, ist das eine schon abgefallen. Nach der Zeit machen wir die Ladung ab, dass sie beide gleich viel haben. Wo wir mit der Spannung momentan sind. Bei der 1,78 sinkt jetzt langsam, ne? Pendelt sich jetzt langsam. Ich schätze mal so bei 1,3 Volt ungefähr werden sie sich einpendeln. Die ist noch bei, ja auch so ungefähr, ne? 1,8. Ja. Also die liegt ein bisschen vorn sozusagen von der Voltzahl her. Für mich ein Zeichen, dass dann hier momentan mehr Kapazität vorhanden wäre, wa? Naja, halb so wild. Für unseren Test geht's. So, mal schauen, wo wir nach 10 Minuten sind. Ungefähr.
1,388. Na gut, dann nehmen wir fairerweise die jetzt dafür, die ja augenscheinlich weniger Kapazität hat, wenn die jetzt immer noch bei den hohen Voltzahl ist. Nehmen wir die mal für die Reed-Switch-Variante, ja, dass die mit dem Reed-Switch ordentlich gepulst wird. Und für die Batterie hier nehmen wir die einfache Schultief-Variante mit einem Transistor, einer LED und einem kleinen Ferrit und Spule. Ja, sozusagen für sanftere Entladen. Ja, das ist auch schon ein bisschen gepulst, also ein bisschen was bringt das auch schon, aber ich denke mal, dass mit dem harten Pulsen, mit diesem mechanischen Reed-Switch da, geht es etwas besser. So, mal 5 Minuten haben wir mal angesetzt. Starten mal diese hier und starten diese. Okay. Ach, der Schultief leuchtet schon nicht mehr. Mal leuchtet er nicht. Was ist denn hier los? Jetzt geht's. Gut. Minuten sind herum. Wollen wir mal nochmal 5 Minuten warten? Ich hätte es gedacht, nach 5 Minuten ist Sense bei allen beiden. Ja, machen wir nochmal 5 Minuten. Ja, und wieder sind 5 Minuten rum. Und immer noch. Die Schultief-LED. Und das ist die Reed-Switch-LED. Wechselt hier immer mal fröhlich in den Oktaven hin und her. Aber so richtig abkacken mag es nicht. Tja, was mache ich nun? Normalerweise würde es jetzt wieder so lang laufen lassen, bis jetzt wieder gar nichts mehr wäre, ne? Bis praktisch ein Schultief-LED ausgehen würde und das Teil hier nichts mehr sagen würde. Ah, na gut, wir brauchen ja Referenzen, ne? Ja, ich will ja auch mehr Referenzen haben und nicht alles vom Gefühl her machen. Also, ja, klemmen wir es jetzt mal ab und gucken mal, wie die Batterien nur die Ladung aufnehmen. Ne? Das ist ja das, was wir sehen wollen. So, die ab und die Schultief auch ab. Jetzt wollen wir mal gucken, wo die Spannungen der beiden Batterien hier sind. Das ist jetzt praktisch die Schultief-Batterie. Bei 0,798, ja, steigt jetzt langsam wieder. Und das ist die Reed-Switch-Batterie. Die ist schon bei 0,87. Also 70 mV höher als die. Kann man vernachlässigen, oder? Also, hat schon halbwegs was gebracht. Und jetzt mal schauen, wie sie die Ladung annehmen. So. So, als erstes die Schultiefbatterie, ne, mit dem blauen Anschluss. Ne, Spannung zeigt jetzt so knapp 1 Volt an, ganz knapp. Und wenn ich es einschalte, haben wir fix unsere eingestellte Spannung von vorhin wieder. Und mal sehen, wo wir da mit den Milliampere sind. Aha, ihr seht's. Startet langsam bei 100. Ich zoome mal ein bisschen ran. Und verhält sich wieder ähnlich wie vorhin. Schau mal, wo es nach 5 Minuten ungefähr ist.
Ja, jetzt genau 5 Minuten später wieder. Wir sind knapp an 400 mA dran. Ne, so 350 mA nimmt sie auf. Na gut. Unsere Referenz für die Joule-Tiefbatterie. So, selbes Spiel jetzt mit der Batterie mit den schwarzen Anschlüssen. Praktisch mit der Read-Switch behandelten. Ja, mal gucken, wo das Ampermeter hinspringt, wenn wir einschalten. Noch ist alles in Ruhestellung. Zeigt auch genauso wie die andere ungefähr ein Volt an. Mal schauen. Aha. Also signifikant nichts. Oder geht es schneller? Bilde ich mir das jetzt nur ein oder geht es wirklich schneller? Mal schauen, wo wir hier nach 5 Minuten sind. Jetzt schon knapp bei 350 mA. Okay. 400 mA. Jetzt wird es schon signifikant, oder? Lassen wir mal. Ja, guck mal, wo wir nach 5 Minuten sind. Letzten Sekunden. Jetzt genau 5 Minuten später. Der kratzt. Ne, der ist schon bei 600 mA. 600 mA nimmt er jetzt schon auf. Ja, und das ist schon wirklich signifikant. Ne? Hier nochmal, der mit dem schwarzen. Ist die Batterie. Und hier ist die andere. Mit dem blauen Anschluss. Tja, da bin ich ja selbst ganz schön erstaunt, dass das in der kurzen Zeit wirklich so eindeutig ist. Ja, also ich nehme in Zukunft zum Formieren von Akkus, ne, zumindest von den Akkus, ob es mit anderen Akkus funktioniert, das könnt ihr ausprobieren. Ne? Dafür lege ich keine Hand ins Feuer, aber hierfür, ja, da dürfte das sind ja ordentlich Platz dazwischen. Ne? Da dürfte so schnell nichts durchschlagen oder durchwachsen. Tja, ich bleibe erstmal bei der Methode. Scheint ganz gut zu funktionieren.